Ja, die Medienholding Nord ist die größte Medienholding in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben insgesamt 31 Tageszeitungen, roundabout 300.000 Auflage, einige Millionen Auflagen in Anzeigenblättern auch, drei Druckstandorte insgesamt und vor allem mittlerweile ein sehr beträchtliches Digitalportfolio. Und das ist auch der Bereich, für den ich bei uns verantwortlich bin. Wir arbeiten seit einigen Jahren jetzt schon mit der MSO Digital zusammen. Der Kontakt kam damals insbesondere zustande, als wir über unseren Relaunch gesprochen haben. Das heißt, bei uns stand die Frage an, auf welches CMS gehen wir? Wie stellen wir uns auf bei der Frage Print to Online, Online to Print? Wie gehen wir mit Mobile um? Da haben wir sehr, sehr viele Agenturen gescreent. Es ging damals um die Frage, wie wird ein SEO-Konzept aussehen? Ja, wie sind wir wirklich für Suchmaschinen als Newsportal in der Region attraktiv? Und über die Diskussion mit der MSO Digital war relativ schnell klar, dass da ein sehr großes Know-how bei dem Bereich besteht. Und insofern haben wir uns schnell entschieden, gemeinsam mit der MSO diesen Weg des Relaunches zu gehen und sehen heute an den Zahlen, dass das auf jeden Fall ein Weg war, der extrem erfolgreich war. Also seit der Umstellung auf die neue Werbeausspielung mit euch als Partner ist es uns gelungen, den TKP in dem Yield-Bereich von roundabout 30 Cent pro 1000 hoch zu entwickeln auf über 1 Euro. Ja, und damit kommen wir schon in Bereiche, die sind für uns einfach spannend. Insofern ein großer Uplift. Was heißt das wirklich in Umsatz für uns? Das heißt ganz klar eine Verdoppelung des Umsatzes. Ja, von Januar, wo wir umgestellt haben, bis hin zum Juli. Und das ist, glaube ich, ein Wert, an dem kann man schon ordentlich eine Aussage abmessen. Die wichtigste Unterscheidung bei Agenturen ist der Punkt, verstehe ich Regionalverlage und den Bedarf von Regionalverlagen oder verstehe ich ihn nicht? An der Stelle hat uns die MSO Digital gezeigt, dass sie Regionalverlage verstehen, dass sie uns aber auch helfen, unsere eigene Legacy eigentlich ein Stück weit über Bord zu werfen und den nächsten Schritt zu gehen beim Thema Digitalisierung. Ein enger Kontakt zu Google an der Stelle ist für uns ausschlaggebend gewesen. Ja, der war da. Und dann ist einfach der wichtige Punkt, letztlich mit welchen Menschen arbeite ich zusammen. Mir ist letztlich, die Agentur ist egal, der Name ist egal. Für mich ist relevant, mit welchen Menschen arbeite ich zusammen. Und da haben wir im engen Kontakt gemerkt, das passt. Und das passt auch zwischen unseren Teams. Insofern eine Beratung, ein an die Hand genommen werden, aber auch immer ein, wenn ihr selbst laufen könnt, machen wir das nächste gemeinsam. Und das ist etwas, was mir immer wieder gespiegelt wird, das einfach funktioniert an der Stelle. Ein enger Austausch, zum Teil auch ein informeller Austausch auch mal und vor allem immer das Gefühl haben, jede Frage stellen zu können. Spannend ist nicht nur, dass wir Antworten auf Fragen bekommen, spannend ist, dass wir immer wieder Ideen, Impulse bekommen, die wir bei uns bewerten und umsetzen können. Und externe Impulse sind das, was uns eigentlich unterscheidet, was uns Geschwindigkeit gibt, was beim Thema Time to Market für uns entscheidend ist. Und insofern jeder Impuls, der reinkommt, wird eigentlich auch bei uns umgesetzt. Heißt, die Impulse sind sehr, sehr gut, die von der MSO Digital an der Stelle kommen.